Hey! Na, wie geht's? Alles gut? Hoffe ich doch. Ich bin Chris Torschen, dies ist Tyrannosaurus Snacks und ich begrüße euch wieder zurück auf meinem Kanal. Hoffe, das letzte Video hat euch gefallen und dass euch dieses auch wieder gefallen wird. Dieses Mal gibt es ein ganz besonderes Gericht, zumindest für mich ganz besonders, da ich es seit meiner Kindheit schon wahnsinnig liebe. Immer wenn gegrillt wurde oder Familienfest oder so waren, gab es halt dieses spezielle Familiengericht oder ich sag mal Familienrezept, auch wenn es jetzt kein Geheimrezept ist, aber heute gibt's Kartoffelsalat. Lego. Und dazu benötigen wir. In diesem Topf habe ich schon mal einige Kartoffeln vorgekocht, klein geschnitten natürlich auch vorher. Zwei gekochte Eier, Zwiebeln, Mayonnaise, Fleischwurst, Gurken und ein bisschen Fleischsalat. Das sind jetzt ganz kleine Päckchen, aber ich mache auch nicht allzu viel. Dann beginnen wir erstmal damit, dass wir uns eine Schüssel nehmen. Da kommen die Kartoffeln rein, kurz beiseite. Dann nehmen wir uns eine Schneideunterlage und eine Pfanne, meinetwegen auch einen Wok. Der war jetzt halt am schnellsten griffbereit. Da kommt ein kleiner Schuss Öl rein. Dann schnappen wir uns mal die Zwiebeln. So. Zwiebeln habe ich jetzt vier. Ihr könnt natürlich weniger nehmen und ihr könnt sie vor allem, wenn ihr es lieber mögt, auch kleiner schneiden. Aber ich werde ähnlich wie in einem Video zuvor die Teile einfach in dünne Streifchen schneiden. Zwiebelbrot hatte ich das gemacht. Ich mag Zwiebeln einfach sehr gerne, was glaube ich recht offensichtlich ist, wenn man meine Videos guckt. Dann kann ich jetzt auch schon einmal Platte anmachen und vorheizen. So, geschnitten habe ich's. Ja, der Bock ist noch nicht heiß genug. Dann packe ich schon einmal den Fleischsalat da rein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Zuschauer aus Bayern und Österreich und ich glaube auch Teile Baden-Württembergs und wo auch sonst sich nicht getriggert fühlen davon, dass ich eine solche Variante des Kartoffelsalats mache. Aber für mich gehört das so und da ich keine Sachen mag, wo man Essig rausschmeckt, fällt für mich die andere Variante sowieso schon mal flach. Es ist zwar noch nicht heiß genug, aber hier kommen dann schon mal die Zwiebeln herein. Dazu darf sich der Bacon gesellen, beziehungsweise der Speck. Ich befreie die Wurst von der Pelle. Dann versuche ich sie einmal zu halbieren. Das wird dann auch noch einmal halbiert. Und das wird dann in Würfelchen hier so nochmal, ne? Auch noch ein bisschen. Ich schnapp mir derweil schon Gürkchen, wenn ich sie aufkriege. Hab's geschafft. Wer hätte das gedacht? Ein starker Mann. Und da picke ich mir jetzt erstmal ein paar raus, da ich Gürkchen sehr gerne mag und sie einen wundervollen geschmacklichen Kontrast liefern, nehme ich ein paar mehr. Kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und das Rezept auch variieren. Spontan würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, dass da vielleicht auch noch Paprika gut mit reinpassen würden. Aber ich habe keine da.
kommt einfach rein in die Schüssel. Und da jetzt nur noch der Speck und die Zwiebeln fertig werden muss, erstmal werde ich mich schon mal hier kurz den Eiern widmen. So, die werde ich schon mal vorsorglich vierteln. Zwiebeln und Speck sehen gut aus so langsam, ein klein bisschen können sie noch. Während das da noch im Hintergrund brutzelt, Hinweis, das ist natürlich ein Rezept, was man nicht allzu oft machen bzw. essen sollte, weil ich jetzt nicht gerade kalorienarm und gerade für mich, der versucht abzunehmen, sollte ich mir merken, dass ich das nicht zu oft esse. Aber ab und zu muss man sich was gönnen. Sonst dreht der Körper irgendwann durch. Und lieber geplant und gemäßigt sündigen, als dass man irgendwann maßlos reinschlägt, weil man einen Fressflash oder sowas hat. Da ist der Jojo-Effekt dann nämlich vorprogrammiert. Und auf den kann ich verzichten. Zwiebeln und Speck können jetzt auch rein, so langsam. Klatter noch nicht aus. Kurz umpositionieren. Gut. Der Spaß kommt jetzt da rein. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil. Nach und nach immer mal ein Löffelchen nehmen und reinrühren. Wir wollen nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Mayonnaise, die in diesem Fall eine Art Dressing darstellt. Einer geht noch. Abschmecken. Ich habe jetzt noch keinen. Oh, ganz vergessen. Ein bisschen von dem Gurkenwasser kommt mit rein. Noch umrühren. Abschmecken. Mmh, jetzt schon super. Und jetzt kommt noch. Salz und etwas Pfeffer. Da man mit der Schüssel leider keine super, ich nenne es mal Beauty Shots machen kann, bedanke ich mich, während ich garniere, fürs Zuschauen, hoffe, das Video hat euch gefallen, dass ihr es nachkocht und mir dann Bescheid sagt, wie es euch geschmeckt hat. Abonniert meine sozialen Kanäle, folgt mir dort auch, schreibt mir gerne auch Nachrichten, schlagt mir gerne auch Rezepte vor, Dinge, die ich kochen soll. Das nächste Video habe ich zwar schon etwas in Planung, etwas Spanisches, aber ich freue mich drauf. Bis dann, tschüss. Noch ganz wichtig, ganz vergessen, den Kartoffelsalat am besten über Nacht oder zumindest für ein paar Stunden in den Kühlschrank stellen, damit er durchziehen kann. Dann guten Appetit. Well, well. Next question. See ya.